Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6 auf meinem Kanal. Ja, ich habe gerade gesehen, dass unser Zug hier ausgelastet ist und hier eben ein ganzer Zug mit 136 Leuten ankam. Jetzt stehen hier halt immer noch welche rum, 34. Wir können jetzt diesen mal zu einer upgraden. Also das ist eigentlich so laut. Muss man leider leiser machen hier für mich. So. Wenn wir den jetzt einfach mal upgraden, London Transfer, da packen wir jetzt mal wirklich hier so einen hier von den langen rauf hier. Hier 272 Leute. An welche Farbe nehmen wir denn? Der hier, das ist der ganz lange, ne? Genau. Der ganz lange nehmen wir nicht. Nehmen wir den hier. Und nehmen wir den. Nehmen wir den. Den. Wir nehmen den. Der ist ja von 82. Nee. Nehmen wir schon den von 96. 50% sofort ersetzen. Weil dann haben wir nämlich das Problem definitiv gelöst. Das ist jetzt auch ein bisschen Geld gekostet. Aber egal. Weil der ist nämlich jetzt auch schon wieder voll. Hier warten, okay, vier Leute, die hätten vielleicht jetzt gerade das gekommen. Hier warten 58. Und gleich kommt hier wieder einer. Da, der ist jetzt schon fast voll. So, jetzt haben wir hier gleich die Standard oder beziehungsweise einen wirklichen englischen Zug. Ah, der sieht aber auch komplett anders aus als den auf dem Bild. Der sieht nicht mal extrem scheiße aus, wenn ich das mal so sagen darf. Gefällt mir überhaupt nicht. Das ist nicht so wie auf dem Bild, mein Freund. Das will ich nicht. Dann müssen wir einmal den hier versuchen. Der ist sogar von 2004. Und ersetzen, ja. Weil das ist ja... Geht gar nicht. Also so eine schlechte Textur. Ist ja einfach nur ein Kasten. Nee, 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 nee. Sowas fährt hier nicht auf meiner Anlage. Das könnt ihr euch aber mal abschminken. Und dann noch für den Preis. Nee. Mal sehen, was jetzt für einer kommt. Jetzt besser aussieht. Die sehen alle so kacke aus. Dann war es das mit denen. Da will ich so einen nicht haben. Dann müssen wir den gegen was anderes ersetzen. Was viele Leute transportieren kann. Dann kommt hier so einer drauf. Der... Oder der in grün. Wo ist er denn in grün? Da. Das macht keinen Unterschied, der ist nur neuer. Machen wir den da drauf. So, kostet nochmal 1 Million. Weil das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Alle stehen in unterschiedlichen Farben hier. Da müssen nochmal ein paar Ausbaustufen passieren. So. Es kommen hier gerade eine ganze Horde Menschen. Ich habe leider nicht gesehen, wie viele er jetzt abgesetzt hat, aber der wird wahrscheinlich voll gewesen sein. So, das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Ist zwar jetzt hier von den... Oh, SNCF müsste, glaube ich, Spanien sein, ne? Aber der kann jetzt auf jeden Fall 144 Leute mitnehmen. Das ist schon mal ein guter Schwung, weil jetzt kommen sie nämlich hier alle. Bin mal gespannt, wie der das jetzt letztendlich waren. Ah, knapp 90. Ich kann da gleich mit einmal alle mitnehmen. Muss ich hier eigentlich schon mittlerweile einen anderen Zug aufsetzen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Geht ja. Zwei. Die Städte, die werden alle so groß. Unglaublich, wie schnell das geht. Dass sich das hier abgeht. Wir sind mit 6.000 gesteigt und 200 gestartet und jetzt bei 10.200. Und das innerhalb von 12 Jahren, 13 Jahren. Ich hoffe mal, dass das nicht irgendwann zum Problem wird. So. Ja, die Linie haben wir jetzt ja hier. Da müssen wir natürlich jetzt die ganzen Bus und sowas noch draufsetzen. Weil die werden jetzt noch nicht viele Leute mitnehmen hier, glaube ich. Gar keinen.
Dann erstmal noch mal schön leer. Da reichen nachher sowieso zwei nicht. Da können wir eigentlich den mal gerade anhalten hier. Aber wir haben gerade die Kohle. Und schicken jetzt hier mal noch einen los. Jetzt hier den das Depot finde. Weil das müssen wir früher oder später sowieso machen. Können wir es auch direkt machen. Nehmen wir mal den, ob der jetzt hier mit blau wird. Keine Ahnung. Ne, die sehen alle optisch gleich aus, obwohl sie den Bildern anders aussehen. Ah. Der ist jetzt schon da. Und so spätestens, wenn der hier in Dingsbums angekommen ist, die auf den Rückweg machen, muss ich den anderen losschicken, also den anderen wieder weiterfahren lassen. Können wir uns einmal gerade so angucken. Ja, das ist natürlich doof hier im Tunnel mit einer Weiche, aber gut, das sieht man ja sonst so von außen nicht. So, hier schön durch die Tunnelröhre durch. So, und dann geht es jetzt hier rauf. Da fährt einer. Bin mal gespannt. Also Leute warten, tun jetzt hier bestimmt schon. Oh, hier warten sogar schon Leute. Krass. Jetzt zwar nicht gedacht. Was ich auch gut finde, ist, dass wir hier nur bloß 30 km/h fahren. Das finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Also wir brauchen auch noch einen Bus, da sind noch zu wenig, da stehen noch zu viele Leute rum. Der schmeißt doch da hinten jetzt bestimmt auch wieder 100 Leute raus. So. Dann schicken wir den jetzt mal wieder weiter. Mal gucken, wie viel er jetzt mitnimmt. Der hat schon 10 dabei. 12 nimmt er mit. Na, immerhin. Es wird langsam. Und wieder einer. Er ist fast voll. Er kommt nach Minden mit 55, nach London mit 55. Treffen sich die anderen beiden, treffen sich genau hier. In Ordnung. Gut, dann wollen wir jetzt hier das mal alles ein bisschen mit Bussen ausstatten. In den ganzen Ständen, damit die dann hier auch alle ihren Wachstumsschub bekommen. Fangen wir hier in Weidingen an. Machen wir erstmal die Haltestellen. Das hier vorne wird alles selber abgedeckt, das heißt, wir machen hier hinten eigentlich nur so einen kleinen Bus. Hier brauchen wir daher nicht. Wenn wir hier die Haltestelle hinsetzen. Eigentlich nicht so der Fan von, die Busse so fahren zu lassen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon mir jetzt mehrmals mitgeteilt. Bis ich die Videos sehe, macht das nicht. Das sieht scheiße aus. Ja, ich weiß, Leute. Aber die Städte sind noch nicht groß genug, dass ich das anders machen kann. Breitlington Bus. Zack. 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 So haben wir das auch. Haben wir die erste. Ein Depot. Und einmachen. So, da brauchen wir eigentlich auch nicht viel. Können wir hier zwei von nehmen und dann ist gut. So, nächste City. Müssen wir hier oben auf jeden Fall die Straße für die schon einmal fertig machen. Dass ich dann hier so rumfahren kann. Und hier will die Stadt natürlich nachher auch noch bauen. Das wusste ich. Habe ich den jetzt mal so aufgetragen. Oh, zack. Und dann möchte ich mich gleich noch ein ganz bisschen, wenn wir noch Zeit haben. Erstmal möchte ich den Ton ausmachen. Von meinem... von meinem Schier, von meinem Internet. So.
So, jetzt haben wir hier einen Bus. Fahren wir hier lang, hier lang. Hier lang. Da lang. Hier lang. Ja. Und hier. Oh, Mensch. Kleinen Cut. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Entschuldigung. Kleines privates Gespräch. So, wir können jetzt einmal die Buslinie in Hall bauen. Hall Bus. So, dann fangen wir da an. Da, 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 da. Das wird natürlich alles wieder viel größer nachher. Ich glaube mal, so wie die Busse jetzt gerade sind, wie sie gerade sind, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Auch zwei Stück. Von den Lütschendingern können nur 12 Leute. Aber das reicht erstmal vollkommen aus mit zwei Bussen. Grimsby! In Grimsby können wir was ganz Gewieftes machen. Meine Freunde. Ganz Gewieftes. Kommt hier außen hin. So. Hier machen wir so ein Dingsbums hin. Guck mal hier, jetzt können wir uns mal richtig was hier. Euch das an, meine Freunde. Gönnen wir uns hier so richtig. Und den gönnen wir uns hier auch. Ha, ha. Sind wir nicht gewieft? Au. So. So, dann. Ach nee, war schon richtig. Schon richtig, Sven. So. Dann fahren wir. Ah, das passt schon. Hier lang. Hier lang, außen lang. Hier einmal rüber. Das passt schon noch. So. Was ist das hier für eine Stadt? Grimsby. Gehen wir hin. Grimsby Bus. So, und fahren wir hier los. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Na komm. So, so, so. So. So, so. So. Ein zu viel hier, muss er nicht doppelt anhalten. Perfekt. Auf der Strecke können wir ruhig drei dann einsetzen. Von den Lütten. Die ist schon ein bisschen größer, die haben 14, oder die können wir auch nehmen. Zack, zack, zack. So. Haben wir die Stadt auch? Gott, Gott, da haben wir echt viele Städte. So, das baut sich nachher dann alles selber weiter. Dann haben wir hier Boston. Da möchte ich die aber nicht. Da möchte ich hier so ein Standard. Standardgedöns haben. So. Das haben sie auch. Also, das haben die Städteplaner schon gut gemacht, ne? Was sagt ihr dazu? Waren schon richtige Helden am Werk. So, hier lang. Hier lang. Hier lang, hier lang. Hier. Ich weiß, dass er sich hier noch ausbreiten wird, aber... Wohin? Ach, da. Bau den einfach schon mal aus weiser Voraussicht hin. Und hier auch hoch. Hier hin. Hier hin. Dann wieder hier runter. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Da brauchen wir keinen mehr. So, Boston. Boston. Bus. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Hier, 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 hier. Hier, hier. Und dann da. Da haben wir keinen mehr. Da haben wir schon viele Haltestellen da. Meine Herren. Hm.
Sollen wir mal ein gutes Wohngebiet geben. Hier eigentlich auch irgendwann mal. So, hier kommen auch drei drauf. Das sind die ganz Lütschen. Immer den 1, 2, 3. Zack, Boston. So. Hat Boston auch seine Busse. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch Cambridge hat. Wie sieht eigentlich die Buslinie in Cambridge aus mittlerweile? Ups. Naja. Cambridge muss ich auch mal irgendwann ein bisschen umbauen. Dass das mal alles ein bisschen vernünftiger wird hier. Das deckt hier gar nichts ab. Doch, deckt der Bahnhof ab. Manche Buslinien machen Plus, manche nicht. Die beiden, die wir jetzt hier sehen, machen beide Minus. 2,9 Millionen Minus und 360.000. Ja gut, das dauert jetzt noch ein bisschen. Wenn jetzt die Busse erstmal alle in Betrieb sind. So, dann brauchen wir jetzt hier noch in... Was ist das hier? Peterborough. Peterborough braucht jetzt auch noch schnell ein paar Busse. Natürlich mal doof, wenn die Stadt so wächst, ne? Wie soll ich da vernünftig fahren, ohne dass ich das immer so doof drehen muss? Was mir persönlich echt nicht gefällt, aber... Na gut, was soll's. Erstmal für den Anfang muss es reichen. So zurück. Oder so zurück. Und dann müsste das eigentlich schon reichen. So. Neue Linie. Peter. Borog. Bus. Zack. Zack, 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 zack. Na. Den will ich natürlich haben. So, Güter. Nee, nicht Güter. Passageier. Passageier brauchen wir hier. Ja, den. Zwei Stück. Ah, drei Stück. So, jetzt können wir uns allgemein mal gerade die Haltestellen angucken, auch bei den anderen Städten, irgendwas updaten müssen. Wie viel fahren denn hier auf der Cambridge Fahrzeuge? Cambridge bekommt noch. Na, das müssen wir irgendwo mal updaten. Das ist alles in Ordnung. Wie sieht das hier eigentlich aus mit den Linien? Buslinien. Ist ja mal geil farblich zu sehen. So sieht das schon besser aus. Naja, vier Stück. Da an der Mühlenstraße ist immer richtig Action. Die hier, der kann auf jeden Fall mal ins Depot. Der auch. Die alten Dinger, die braucht ja keiner mehr. Müssen wir natürlich nur mal gerade hier das Depot finden. Da. So, da kommt hier ein etwas größer jetzt rauf. Zwei Stück von denen. So. Zack. 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 So, die haben wir gemacht. Hier warten auf jeden Fall mal mächtig Leute. Wie sieht das hier aus? Hier fahren noch die alten Volvos oder was? Jetzt sowieso nur ein Bus. Kann man das auch ein bisschen sichtiger machen? Ach du Heiland. Wir machen mal noch einen anderen Bus. Der wird auf jeden Fall mal ersetzt. Fahrzeugersatz. Fahrzeug ersetzen. So einen hier.
So. Der wird ersetzt. Dann müssen wir aber hier mal noch eine weitere Buslinie machen. Dann lohnt sich ja schon fast ein Busterminal. Aber bei zwei Buslinien jetzt wirklich dann... Machen wir hier so ein schickes. Dann so schick ran. Für eins der größten Häuser jetzt abgerissen. In der Hut. Aber was soll's. So, da muss jetzt nochmal den Fiederweg. So, dann fliegt der Fiederweg aber raus. Und der Kieferweg fliegt auch raus. So. Und die weg. Die kann weg. So, dann machen wir jetzt mal eine neue Buslinie noch. Gut, heute werden wir auf jeden Fall nicht mehr an unserem Dingsbums weiterbauen, unserem Betriebswerk. So, der geht dann hier lang. Hier. Weil die bauen ja schon wie die Wilden, Alter. Die bauen ja bis hier hin. Schöne, fleißige Bienchen hier, würde ich mal sagen. Das müssen wir mit dem anderen noch abdecken. So, der bekommt dann hier jetzt mal noch eine Haltestelle. Nochmal hier. Hier nochmal eine. Hier nochmal eine. Jetzt hier bauen würde, deckt das noch fast alles ab, ne? Aber dann bauen wir trotzdem eine hier oben hin. So. Müssen wir das mal gerade upgraden. Nach der 2. Fährt der Bus dahin. Dann dahin. Dann dahin. Dann dahin. Jetzt fährt er wieder drauf. Jetzt müssen wir hinter die 7 gehen. Fährt er noch dahin. Ja. Da bekommt er jetzt aber auch noch einen weiteren Bus. Wenn ich jetzt das Gebäude finde. Da. Jetzt habe ich den da drauf gesetzt. Autosave. Dann bekommt er da noch einen von. Der geht noch auf die Nummer 1. Dann nochmal eine neue Linie. Helmsport. Ach, Bus müssen wir noch hinterschreiben und hier müssen wir mal das H klein machen. H klein. So. Bus dahinter. 2. So. Zack. Zack, alles mal weg hier. So, von da nach da, 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 da. Da. Könnt ihn jetzt natürlich auf dem Weg nach Hause. Sinn macht, keine Ahnung, mal gucken. Den da jetzt noch mit reinpacken. Kann man machen. Machen wir das so. Da gehen jetzt auch nochmal. Das ist viel Arbeiterviertel da hinten. Was hat denn hier 16 Leute, 19 Leute. Dann nochmal welche von drauf, 3 Stück. So. Haben wir das auch abgedatet. Den ganzen anderen Rest gucke ich mir gleich mal im Offscreen an, weil die Folge sind wir jetzt schon zu Ende. Das wird hier alles eine Riesenstadt nachher. So weiter wächst. Hier sehe ich schon, hier muss man auch immer noch was tun. Wo die Stadt eigentlich, glaube ich, gut ausgelastet ist. Na, können wir jetzt echt mal noch updaten, das ganze Busnetz hier. Das mache ich gleich alles mal im Offscreen. Oder beziehungsweise, nee, doch, das mache ich mit euch. Aber das ist in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen und Abo da und würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Bis dahin, haut rein, ciao!